Es ist eine Hommage an einen Dichter, der auf meinem Weg sehr wichtig war. Das ist der Ernst Jandl. Das ist ein Dichter, der mich immer wieder inspiriert. Ich nehme an, ihr kennt den Ernst Jandl. Yeah, give it up. Ja, Ernst Jandl. Und es ist eine Hommage an Ernst Jandl und gleichzeitig ist es das Gegenteil von einer Hommage für den Johann Schneider Ammann. Ja, ihr wisst vielleicht, der Ernst Jandl war als junger Mann im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, ist desertiert, hat sich am Krieg abgearbeitet, kann man sagen, in einer Stummelsprache, hat mit dieser Sprache die Lautpoesie, Sprechpoesie, Sprechtext revolutioniert. Und ich lese einfach jetzt, viele kennen es vielleicht, ich lese es trotzdem, das Gedicht von ihm zuerst, das ich nachher Bearbeitung davon geschrieben habe. Sein Gedicht, es ist eines der berühmtesten von ihm, heisst Schützengrimm. Schützengrimm, Schützengrimm, d-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 d, grimm, d-d-d-d-d, sch. Zingrimm, 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 grimm. Schützen, Schützen, d-d-d-d-d, d-d-d-d-d, Schützengrimm, Schützengrimm, tss. Grrrt, 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 scht, scht, d-d-d-d-d-d-d-d-d, scht, zingrimm, zingrimm, d-d-d-d-d-d-d-d-d, scht, 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 grrrt. Schndrmn, schndrmn, d-d-d-d-d, d-d-d-d-d, drum, d-d-d-d-d, shh, drummen, 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 schndr, schndr, d-d-d-d, d-d-d-d, schndrmen, schndrmen, schn, schn, d-d-d-d-d-d-d-d, schn, ndrmn, ndrmn, d-d-d-d-d-d-d-d, schn, 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 drrrr.